Willkommen, hier ist Miami zu unseren Cruise-Rennen. Ich freue mich extrem in unserer F1 Mega Season. Wir sind heute 50% Rennen mit Lewis Hamilton. Und wenn so ein bisschen. Abonniert gerne unseren Channel kostenlos und lasst doch gerne ein Däumchen oben da. Im Mittelpunkt dieser wunderbaren Strecke ist natürlich das Hard Rock Stadium. Hier auch gut in der Grafik zu erkennen, würde ich mal sagen. 19 Kurven. Ja, 3 DS-Zonen. Die Strecke hat schon in sich Start und Ziel. Natürlich die lange Geraden und dann auch in diesem. Ja, Sektor zwischen Kurve 8 und Kurve 11 gibt es auch eine DS-Zone. Und mal gucken, wie wir es gestern so im Qualifying geschafft haben. Schaut gerne um rechts und rechts, falls ihr das verpasst habt. Aber hier ist der Starting Grid. Wir haben ja eine Penalty bekommen, deswegen starten wir nicht vom zweiten Platz, sondern Max Verstappen und Charles Leclerc teilen sich die erste Kurve. Ist okay. Die war, würde ich mal sagen, verdient. Checo Perez und auch Carlos Sainz Jr., George Russell und Alonso auf Startreihe Nummer 3, dann Lewis Hamilton und Esteban Ocon und Lando Norris und Valtteri Bottas. So, dann haben wir dahinter Magnussen und Ricciardo, Gasly und Guan Yu Zhou, Yuki Tsunoda und Sebastian Vettel auf 16, Stroll und Mick und in der letzten Reihe Albon und Gotifi. 3,1 Sekunden ist schon unnormal. Wir hätten wirklich gute Chancen auf die erste Startreihe gehabt. Aber falls ihr wissen wollt, was da passiert ist mit dem Crash und so weiter, guckt gerne oben rechts vorbei. Und jetzt geht's los in die Startaufstellung und in die Formation Lab. Und wir haben uns ähnlich wie kein anderer. Ich dachte mir so, warum probiert keiner die Routen? Und da habe ich Marco gesehen und dachte mir, wir werden die zweite Strategie probieren, also die Strategie-Alternative. Und werden auf Rot reingehen, dann auf Weiß gehen, dann auf. Nochmal Geld zum Schluss und ja, rückblickend ist das ein total verkommener. Ja, es wird ziemlich schwierig werden, denn das sind die privilegierten Strategien. Runde 13 bis 17, ein Stop. Das haben wahrscheinlich auch die meisten gemacht, nur umgekehrt, dass wir mit Weiß gestartet sind, gerade auch die Top 5 Leute. Das ist halt auch. Natürlich male ich mir durch diese Strategie den verhunzten Startplatz ein bisschen besser, denn wir starten, dürfen natürlich nicht vergessen, wir starten durch die Gridstrafe nur vom 7. Platz und ich möchte auch nach vorne kommen. Deswegen werden wir, oder ich muss ja theoretisch auch was anderes probieren, um da nach vorne zu kommen. Und das ist auch so. Und ich würde mal sagen, jetzt heißt's, los geht's. Die 5 roten Lichter, sie beginnen zu leuchten. Lights out and away we go. Los geht's, Max Verstappen kommt toll, wirkt auch Charles Leclerc mega. Carlos Sainz hat ein bisschen einen grottigen Start. Und dann, ja, kommen wir da hinten irgendwo die Außenrum an meinem Teamkollegen vorbei und auch an Carlos Sainz, der einen richtig grottigen Start hatte. Wir sind schon auf den 4. Platz vorgefahren, 3 Plätze gut gemacht. Das Ding ist halt natürlich, wir haben jetzt den viel, viel besseren Reifen. Der hat durch die Aufwärmrunde schon Temperatur bekommen. Die Weißen brauchen da mindestens 2-3 Runden, bis die auf Temperatur sind. Also geht's jetzt rein, hier keine Zeit verlieren, natürlich am besten noch in den ersten 2-3 Runden direkt den ersten Platz gut machen, denn dann greifen auch die Reifen der anderen und dann hast du nicht mehr so ein leichtes Spiel. Das ist halt ja so ein bisschen das Problem, aber es wird noch viel, viel Dummes heute passieren, strategisch, würde ich mal sagen. Aber mal gucken, jetzt gehen wir an Paris hier dran. Außen möchte ich da direkt vorbei und da haben wir auch den kürzeren Weg. Wir können außen durch den Grip-Unterschied, durch den riesen Grip-Unterschied von eben, ja, den Geweißen auf den roten Reifen hier unnormal gut vorbei ziehen. Jetzt sind wir schon 3. Platz, das ist gut, nur das Ding ist halt, ich muss mir auch die Reifen einteilen, denn ich muss schon, ja, bis Runde 9, 8, 9 sollte ich schon draußen bleiben und das kann auf jeden Fall ziemlich tricky werden auf so einer Strecke wie Miami. Jetzt arbeiten wir uns hier auch schon an Leclerc dran, da kommt der späte Zupfer, ohne DS-Hilfe kann ich da ja, mit dem späten Bremsmanöver viel besser rauskommt. Und da haben wir den 2. Platz übernommen. Doch jetzt kommt Max. Und das wird unnormal schwierig, den zu überholen. Ich sag's euch, weil ich weiß auf jeden Fall, das wird schwierig. Auch wenn er den, ja, eindeutig langsameren Reifen hat, heißt das aber nicht, dass wir eindeutig schneller sind, ihn hier zu überholen. Also, ihr wisst, was ich meine. Jetzt gehen wir hier an Verstappen Spin-Schatten ein bisschen dran. Das Ziel ist natürlich im DRS zu bleiben, denn ich weiß, sonst wird es schwierig, da überhaupt vorbeizukommen. Jetzt außen, ja, ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Und die Reifen haben schon 19% hinten links. Also das kann auf jeden Fall heikel werden. 4 Zehntel haben wir hier, auf 3 Zehntel geht es runter.
aber die Geraden wird nicht reichen. Das reicht absolut nicht. Es wird nur für Purple Sektor 2 reichen. Mal gucken. Die Start, die Start-Replay. Und die haben wir eben, ja, gut gesehen, dass hier Verstappen richtig gut weggekommen ist. Aber Sainz, ja, im Gegensatz, ja, eher grottiger. Hier sind wir außen an George Russell und an einem Alpine vorbeigegangen. Und dann auch noch in Folge in der Kurve. Ja, gucken wir uns das Ganze von unserer Onboard hier noch einmal an. Dann haben wir Fernando Alonso, Wheel Spin, aber trotzdem okayer Start. Wir kommen aber natürlich mit den roten Reifen einiges besser weg. Ich muss da zurückstecken, weil George ein bisschen hart verteidigt, aber das ist klar. Ich war dahinter, das ist eigentlich alles regelkonform. Und hier in Runde Nummer 4 sind wir endlich mit DRS-Hilfe in Schlagdistanz. Wir können Max Verstappen, ja und schon ein bisschen abgesetzt, 2,5 Sekunden hier zu Charles Leclerc, aber ich bin nicht dumm, ich warte natürlich bis auf die lange Geraden, bis ich dann ja den finalen, hoffentlich wirkenden Overtake einsetze. Hier täuschen wir links an, gehen rechts rein, denn dann kann er die Kurve nicht ganz ausbauen. Ah, der Quersteher, der war nicht gut. Der war absolut nicht gut und wir werden es vermutlich mit diesen Querstehern nicht schaffen, an ihm vorbei oder ja nah genug dran zu kommen, um eben dann auf Start und Ziel eventuell eher den Move zu setzen. Das wird sich nicht ausgehen. Das war dumm von mir. Das war ein bisschen zu hastig. Hier setze ich mich zwar neben ihn, aber das reicht nicht. Also da kommt er besser aus. Er macht das auch gut. Meine Reifen werden allmählich ja schmierig. Jetzt sind wir an ihm dran, nochmal im Mickey Mouse Sektor. Diesmal bleibe ich aber hinten, weil ich mir ja keinen Flügelschaden holen will. Aber jetzt sind wir besser rausgekommen. Zweiter Versuch. Noch einmal, Reifen sehen unheimlich schlecht schon aus. Wie DRS geht an, Windschatten ist on. Hier ist es zwar fast nichts mehr da, aber ich glaube, dieser wunderbare Windschatten, da können wir einen späten Move setzen und der muss verdammt früh bremsen hier. Da gehen wir rein, ganz clean. Ich habe ihn da auch nicht berührt oder so. Auch keine Dive-Bomb. Das war, würde ich mal sagen, ein gutes und ja, faires Überholmanöver. Da ziehen wir gleich mal weg. Boah, erst würde ich mal sagen, denn ein, zwei Runden länger gebe ich den Reifen absolut nicht. Und die haben ja jetzt schon viele Prozent gesagt, getan, achte Runde. Und ich bin froh, dass ich die Reifen wirklich so lange am Leben halten konnte, denn länger wäre es nicht mehr gegangen. For real, es wäre nicht mehr länger gegangen. Die Reifen waren so rutschig am Ende hier des Stints. Und ja, eine Runde, maximal zwei und dann hätten wir es Verstappen gehabt auf jeden Fall. Mit den Weißen könnten wir theoretisch durchfahren, nur habe ich die für drei Runden im Training gestern versucht. Und dann war's das. Also mal gucken, ob das reichen wird mit den Weißen, ob die Pace auf den Weißen stimmen wird. Hier rutscht dann auch noch Pierre Gasly durch, aber das ist nicht so. Oh mein Gott, die sind rutschig. Die Reifen sind sehr, 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 sehr kalt. Und ich weiß jetzt schon, dass ich kein Fan der Reifen bin. Auf jeden Fall. Guckt euch das an, die arbeiten gar nicht. Die sind richtig, richtig grottig, schlecht und rutschig. Aber ja, das ist die Strategie. Und hier unser erstes Opfer, Valtteri Bottas, der Finne deckt hier links ab, das macht er ziemlich gut, denn so kann ich natürlich nicht links vorbeifahren, ich gehe dann rechts vorbei, lässt uns doch die Tür offen, wir sind ja gute Freunde, oder? Valtteri, wir sind sehr gute Freunde und dann gehen wir hier rein in die engen Sektoren. Ah, Magnussen, der wird hart zum Überholen. War natürlich jetzt nicht optimal, dass wir da mitten im Verkehr rausgekommen sind. Wenn ich, vielleicht noch eine Runde gefahren wäre, aber hätte, wäre, wenn, ich kann sowieso nicht ändern. Wenn ich eine Runde gefahren wäre, hätten wir es vielleicht geschafft, nur annähernd da vorbeizukommen. Aber das weiß man natürlich vorher nicht, wo man da rauskommt. Es steht natürlich unten, dass du auf den Platz rauskommst, aber man weiß natürlich auch nicht, ob der Boxenstopp immer zu 100% genauso ist oder ob meine Reaction Time genauso ist. Wir sind in der 11. Runde und ich merke, mit dem weißen Reifen, da geht auch nichts nach vorne. Also wir werden auf jeden Fall hier Probleme haben, Verstappen wieder einzuholen. Also da bin ich mir schon beinahe sicher, dass Verstappen da jetzt eine Gap zu uns rausfahren wird. Also jetzt nicht eine Gap, aber er wird auf jeden Fall richtig, ja, der kommt da zurück. Magnussen macht da den Overtake. Das ist natürlich nicht gut für uns. Aber jetzt bleibe ich dann hinten, weil ich mir das DRS tun gerne, weil mir das einfach zu dumm geworden ist. Das ist ein bisschen das Manko. Die Race Pace ist eigentlich okay von unserem Mercedes, aber wir sind so langsam auf den Geraden. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
Wir sind echt unheimlich langsam. Und manchmal fehlt es dann auch ein bisschen am Skill, weil ich da mit einem Rutsch aus der Kurve rauskomme, der es wirklich in sich hat. Und ja, das ist dann wirklich das eine Ding, was ich da mehr aus der Kurve rausnehmen will, dann zu viel ist. Seit der Rafael muss auch viel früher schon bremsen, erst mit den Gelben gestartet nach Rennrunden. Oh, da ist ein Fight vor uns, da komme ich gleich mal quer wieder. Da ist ein Fight vor uns, Alonso und Ricciardo geben sich's mit dem guten Ausgang für uns auf jeden Fall, denn wir sind hier schön dran gekommen, außen später gebremst, aber nein, da können wir nicht reinhalten. Ricciardo macht uns dann noch die Tür vor der Nase zu, aber trotzdem, wir kommen auf jeden Fall mit Ricciardo mit und das ist gut für uns, das ist sehr gut, denn er wird uns auch hier im zweiten Sektor wieder DRS spenden. Danke, Bro, danke. Dann müssen wir aber mit diesem DRS, ach, da gehen wir direkt hier rein, Alter, viel mehr Traktion wie Ricciardo und das ist P8. Das ist schon mal gut, aber natürlich ist das nicht das, was ich mir gewünscht habe. Wir dürfen natürlich aber auch nicht vergessen, dass noch keiner gepittet hat. Das bedeutet, das ist jetzt nur unsere Position. Wir sind doch der Erste der Top 10, der generell in der Box schon war. So, lala. Ricciardo probiert es zwar außen sich da nochmal dran zu hängen, das wird aber nichts. Jetzt heißt natürlich hier in dem kleinen Sektor diese Sekunde anfahren zu Alonso, denn der muss uns hier auf der langen Geraden wieder DL spenden, sonst werden wir das wieder nicht schaffen. Das Problem ist wirklich diese eine lange Geraden und auch die andere, zweite DL-Zone. Start und Ziel ist nicht so das Problem, aber generell diese zwei Geraden machen uns hier wirklich zu schaffen. Da ist der Mercedes in seiner Schwachstelle und ich denke mir auch, dass das beim heutigen Rennen so sein wird, weil beim Qualifying oder auch beim Training sahen die Mercedes nicht so schnell aus von der Pace her und das ist dann auch vermutlich die Stärke des Red Bulls, dass die ja wirklich mit, oh Alter, da kommt er mit einer Pace zurück, dass die da wirklich mit aufgeklappten DRS 14, 15, 20 km/h, 30 teilweise schneller als die Konkurrenz fährt. Und ich weiß auch nicht, ob das mit rechten Dingen zugeht. Ich will jetzt keine Verschwörungstheorien machen. Aber trotzdem, das ist wirklich sehr, sehr random, was da passiert. Wir sind jetzt auf dem fünften Platz. Die ersten sind in die Box gefahren. Jetzt nochmal eine Partie in die Box gefahren. Wir sind jetzt dann nach vorgerutscht auf den vierten Platz. Leclerc war schon in der Box und ist vor uns rausgekommen. Auch ein Checo Perez war schon in der Box, ist vor uns rausgekommen. Ja, das wird schwierig. Oder sind die mit... Nein, die sind mit Weiß gestartet. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer was wo gestartet ist. Mit welchen Reifen die gestartet sind. Aber Perez war noch nicht und auch Leclerc war noch nicht. Sorry, die sind jetzt gefahren. Ein Verstappen ist noch weiter gefahren, hat aber 16 Sekunden zu uns rausgefahren. Also, nein, nicht rausgefahren. Ich würde mal sagen, wir sind eher gleich geblieben von der Pace her. Das Ding ist halt, dass die auf 1-Stop gehen und ich vermutlich mit den Weißen nicht durchfahren werden kann, denn die sind ja allein 17 Runden mit den Weißen nur gefahren. Die Leclerc und auch Perez, 17 Runden und wenn ich das so wegrechne, dann ja, kommen wir nur auf Runde 26 und werden zum Schluss wirklich Probleme haben, den Weißen Reifen zu überleben. Jetzt ist auch Max an der Box, wir werden die Führung wieder übernehmen. Jetzt wird es auch interessant werden zu sehen, wo wir rauskommen, wie viel Abstand wir zu ihm haben, zu Verstappen. Zu Perez konnten wir schon ein bisschen Platz gut machen und es sind nur 2 Sekunden. Das ist wirklich wenig, also mit so wenig hätte ich nicht gerechnet. Und das hat mich dann in der 9. Runde, nachdem ich wirklich ordentlich an Zeit verloren habe, zu Verstappen und er auch zwei, dreimal die schnellste Rennrunde geholt hat, noch einmal auf die Idee gebracht, auf Rot zu gehen. Denn wir haben ja auch den ersten Stint mit 8 Runden überlebt. Und da denke ich mir, wir werden es jetzt einfach mit dem zu Ende fahren müssen. Es ist kacke, die Strategie war absolut Dogshit von mir. Ich hätte vielleicht auch mit den Weißen starten sollen, dann auf Gelb und eventuell dann nochmal auf Rot oder so, aber so fallen wir auf den 5. Platz zurück. Jetzt sind wir immerhin schon mal an Leclerc dran. Das ist gut, denn wir haben auch natürlich den Reifenunterschied, der um Welt besser ist. Denn seine Reifen sind mittlerweile 6 Runden alt, 5 Runden alt, nein, plötzlich 17. Runde war drin. Also 4 Runden alt, unsere Reifen gerade mal eine Runde, aber wir haben schon 10% und müssen noch 8 Runden fahren. Also wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, dann sind wir da bei 90% oder so. Und das ist dann wirklich, yo, gefährlich.
Es ist noch gefährlicher wahrscheinlich mit den Weißen zum Schluss. Aber das war mir zu dem Moment nicht klar. Ich habe gesehen, dass die Gap zu Verstappen immer weniger wird und ich mir dachte, ich muss was machen. Gelbe Reifen waren keine Option, denn ich habe gesehen, dass die kaum einen Unterschied zu den Weißen geben. Und deswegen, ja, dachte ich mir, ich muss auf Rot gehen. Dann habe ich nur noch einen angefangenen Satz. Und ja, das ist natürlich, bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Das ist bitterer als bitter, dass wir hier, ja, vermutlich jetzt mit dieser Strategie unseren Rennsieg auf jeden Fall weggeworfen haben. Aber hoffentlich nicht unser Podium. 6 Sekunden in 6 Runden, das wird kein Problem werden. Mit ganz frischen roten Reifen. Aber hier natürlich auch noch die Tires managen, dass wir bis zum Schluss durchkommen, das wird schwierig. Jetzt sind wir in Runde 23 und immerhin schon mal am Teamkollegen dran. Auch auf Checo haben wir schon 1,1 Sekunden aufgeholt, aber das heißt natürlich jetzt mal, George Russell hier irgendwie angreifen. Ich hoffe natürlich, dass es der nicht stark wird. Es geht ums Podium und ich denke mal schon, dass er sich wehren wird stark. Das nächste Mal sind wir klüger, auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass sich in Spanien, ich glaube Spanien ist das nächste Rennen, nicht mehr so eine dumme Strategie fahren werde. Aber Spanien ist generell eine Strecke, wo ja die eher bekannt ist für Reifenfresserei. So, da gehen wir außen vorbei, mehr Traktion. Da kommt aber George Russell wieder zurück und dann können wir hier wieder außen vorbeigehen. Ja, und bekommen auch das DRS-Start und sogar geholfen. Und da wollen sie tatsächlich, dass wir nochmal reinkommen, einen vierten Stop machen, obwohl wir eh schon zweimal drin waren und jetzt nur noch auf dem dritten Platz sind. Oder wieder, aber trotzdem nur auf dem dritten Platz. Also manchmal ist da wirklich ein... Da frage ich mich auch, was da los ist bei der KI. Wäre natürlich ein Traum, Checo hier noch einzuholen oder auch überzuholen. Überholen wäre natürlich das Optimalste, denn dann hätten wir wirklich nur den einen Platz auf Verstappen verloren. Aber das glaube ich nicht, dass es so einfach werden wird. Wir werden, jetzt mal gelbe Flaggen. Wir sind doch in der Final Lap. Es sind 3,4 Sekunden zu Checo. Guckt euch die Reifen an. 68%, 69%. Aber ich konnte die wirklich auch gut managen, wenn ich nehme, dass ich nach der ersten schnellen Runde schon 10% drauf hatte. Muss ich echt sagen, wir konnten... Da sind die beim Rausbeschädigen nicht mehr so ganz so frisch. Und auch nicht mehr ganz so... Fühlen sich nicht mehr ganz so gut an, aber trotzdem muss man sagen, wir konnten die Reifen echt gut managen. Hätte ich das mal im ersten Stint geschafft, hätte ich auch geschafft. Aber ja, das ist natürlich sehr traurig, dass wir das hier... Ja, die Strategie war eher so Dogshit. Immerhin können wir Schadensbegrenzung mit dem Podium machen. Immerhin schaffen wir es als drittes Podium und verlieren dennoch einen Haufen Punkte in der Weltmeisterschaft, die uns hoffentlich nicht am Ende fehlen werden. Dritter Platz wird es hier in Miami nach einer Strategie, die ein bisschen Red Bull-like sein hätte können, aber dann leider ein bisschen geworden ist wie ein Haas. Würde ich mal sagen. Das Team kann sich auf jeden Fall freuen. Doppelsieg für Red Bull. Gute Arbeit von Verstappen auf jeden Fall. Der hat uns da wirklich das ganze Rennen. Ja. Ich würde mal sagen, auf Trab gehalten. Aber trotzdem. Ich freue mich. Das Rennen hat mega Spaß gemacht. Und am Ende dann trotzdem Dritter zu werden, finde ich persönlich eigentlich ziemlich genial. Wir sind hier also wieder am Podium. Das, glaube ich, ist das. Ja, wir haben jedes Rennen bis jetzt auf dem Podium beendet. Das ist gut für uns. Das ist sehr gut und das ist auch ein wichtiger Schritt Richtung 8. WM-Titel. Verstappen rennt hier aufs Podium. Gute Arbeit. Sehr, sehr toll. Adrian Newey kommt mit, der ja auch noch bleiben wird. Hat wieder unterschrieben. Es wird also auch nächstes Jahr noch neue Pläne von Adrian Newey geben. Und das finde ich toll. Sehr, sehr gut für Red Bull auf jeden Fall. Und ja, eher schlecht für die Konkurrenz, denn ja, das Genie bleibt auf jeden Fall noch ein Jahr mindestens. Okay. Sadala. Und das war's hier schon. Wir konnten richtig gut beenden. Es ist ein Doppel, also dritter und vierter Platz geworden. Wir holen ja beinahe so viele Punkte wie Red Bull. Aber trotzdem, hier muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Wir sind immer noch 30 Punkte vorne und auch 7 in der Konstrukteurs-WM. Also besser jetzt nicht laufen können.
Aber ich bin sehr gespannt, wie es das nächste Mal weitergeht. In 2 Wochen hier nochmal das wunderbare Moment über gegen Leclerc. Vielleicht auf jeden Fall. Ich hoffe, auch hat das Video gefallen. Und ich hoffe auch, dass wir hier ordentlich unterwegs waren. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Jetzt könnt ihr gerne noch auf Instagram vorbeischauen. IT_Gaming ist unser Channel. Oder auch unbedingt gerne auf IT_Tobi. Macht die 13.000 voll, bitte. Links über alle unten drin. Und ja, zu guter Letzt, abonniert gern kostenlos, falls euch unser Content gefällt. Und lasst euch gerne da wiederum da. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.